Die sind doch wertvoll. Ich habe mir seit habe ich mir jemals Pfeile hergestellt in diesem Let's Play? Ich glaube, ich habe die alle gefunden mittlerweile. Gut, ich habe nur noch 7. Es wäre vielleicht eine Möglichkeit, bald mal Pfeile herzustellen. Aber ich glaube, ich bin mir recht sicher, dass ich die alle wirklich gefunden habe durch, na, durch Skelette, die halt fallen gelassen haben. Durch wen sonst? Es ist ja nicht so, dass plötzlich andere, dass Schafe einfach mal Pfeile von sich fallen lassen würden. Das wär unnütz. Ich meine, das wäre interessant, aber unnütz. Und das hier ist gefährlich. Das sieht doch sehr nach Minenschacht aus. Es ist so systematisch gerade da. Das ist Minenschacht. Ist das Gold da oder was ist das hier, ne? Ich meine, kann auch nicht schaden, das mitzunehmen. Und ich sollte echt bald mal hier von meiner Diamanthacke weggehen, auch wenn die cool ist. Die hat Effizienz 2. Leider keine Haltbarkeit. Das war ja das Problem, oder das ist unter anderem das Problem, warum das Ding halt nicht so lange hält. Aber sollte ich mir überlassen, bevor es schlimmer wird. Ja, so viel langsamer ist so ein anderes Ding hier auch nicht. Bei Rohstoffen wahrscheinlich schon. Ich finde die Lava eigentlich sehr hübsch, aber ich finde sie auch sehr gefährlich gerade mal. Bei den Teilen hier geht's. Okay, bei Eisen ist doch ein Unterschied. Oh, das war knapp. So, das hier, den Rest kann ich da eigentlich nicht bringen. Ich mach's mal so, damit es nicht ganz so gefährlich ist. Ich meine, Gold ist jetzt nicht wirklich wertvoll, wenn es denn Gold ist. Es sollte Gold sein, ansonsten wäre es der gelbe Diamant. Golderz, genau. Ah, Diamanten, ich weiß gar nicht, wie Diamanten hiermit aussehen. Wahrscheinlich finde ich die gar nicht. Weil ich deren Look vergessen habe. So viel Erz haben wir schon wieder hier. Ich sollte das wahrscheinlich komplett hier zumachen, ne? Aber ich finde Lava an sich so ganz nett eigentlich. Das ist eine nette Beleuchtungsquelle. Hat so ein schönes warmes Licht auch, ne? Total unerklärlich, warum. Ja, das ist ja eher albern. Also ich glaube, für Diamanten sind wir noch zu hoch hier. Ich glaube, das geht noch nicht so ganz. Aber es sieht schon nett aus hier, diese ganze Gegend. Vor allem mit den Beleuchtungen hier, mit der Farbe. Das kann der Texturenpack auch sehr gut. Ich meine, das ist auch Teil des Texturenpacks, warum das hier jetzt so beleuchtet ist. Aber ist schon nett. Kann man sich nicht beschweren. Oder wenn man das macht, dann sollte man sich zumindest fragen, warum. Weil es recht grundlos ist. Oder ist es hier Minenschacht? Nee, es ist kein Minenschacht. Trotzdem sehr systematisch gehalten, das Ganze. Ich lasse den Rest davon mal liegen. Hier die Kohle. Ja, das kann ich nochmal mitnehmen. Ja, so ein Glücksspitzhäckchen. Das wäre es jetzt nochmal. Das wäre jetzt hier nochmal die Krone der Schöpfung. Und auch meine Krone. Ich bin nämlich die Schöpfung. Ich bin schon ziemlich alt. Aber ich habe mich gut gehalten. Also mit den Blumen finde ich cool. So, das heißt, hier geht es nicht runter. Wir haben tatsächlich nur eine Schlucht. Was durchaus angenehm ist. Weil, naja, ne, verläuft man sich halt nicht ganz so stark. So. Ich gehe trotzdem nochmal weiter hier. Und unten rein in die Mine hier, in diesen Minenschacht. Weil es interessiert mich. Das normale Eichenholz hier, ne? Das müsste normales Eichenholz sein. Eichenholz, yo. Also, Mr. Zombmann. Vielleicht finden wir ein paar Diamanten hier drinnen, hier unten, in diesen Gängen. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hier ist Oma Elfriede. Ich komme euch besuchen. Hallo? Hallo, hört mich jemand? Elfriede!
das klappt nicht. Wir müssen uns eine andere Taktik ausdenken. Ich kann doch keine Taktiken. Ich kann ihn nicht mal einen Tic-Tacken. So. 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 Hallo. Als ob ich jemals wieder hinfinden werde. Ja, vielleicht doch. So. Na, so. Nein. Nein. So. Mhm. Da geht es auf jeden Fall runter. Da. Und es ist Lava. Das sieht cool aus. Habe ich noch nie erwähnt, denn dass das cool aussieht. Es ist eine vollkommen neue Erfahrung jetzt hier, dass etwas cool aussehen kann in Minecraft. Nee, das ist leider Scherz. So. Fupp. Ich nehme auch wieder hier den dämlichsten Weg von allen, ne? Also nicht unbedingt den offensichtlichsten. Da würde es weitergehen. Hier ist die Mine, glaube ich, schon wieder zu Ende. Ah, sieht trotzdem. Oh ja, da sind wir hier auf Lava-Ebene. Ich gucke nach die Diamanten. Le Diamanten. Nix hier sein. Nix hier. Naja, vielleicht hier? Doch nicht. Auf der anderen Seite, da hinten vielleicht. Ich meine, da geht's ja nochmal weiter. Aber da müsste ich irgendwie dann hinkommen. Lal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 
aber Diamanten wäre nett. Oh. Anscheinend nicht. Warum keine Diamanten? Was haben die gegen uns? Warum flüchten sie vor uns? Warum? Warum sind die Diamanten weg? Das ist nicht nett. Na gut, dann haben wir hier eben nichts zu tun. Ach, das ist ein Skelett. Hallo, Skelett. Hi. Au. Ja, du hast mich getroffen. Ich bin stolz auf dich. Ja, vielen Dank. Schlechte Ausleuchtung. Mal wieder. Hier kann ich ja nicht hoch. Hier waren wir. Hier geht's runter. Und hier müssten wir nochmal hin. Denn habe ich wieder was gesehen. Schon wieder was Laufendes, was Kriechendes. Creeper. Gut, also wenn ich eh Enderaugen brauche. Oder hier, gut, Enderperlen, ne? Und dann halt Enderaugen. Damit ich eine Endertruhe herstellen kann. Das wird jetzt nicht innerhalb von 3-4 Folgen passieren. Aber zumindest irgendwas, irgendeine Kiste möchte ich gerne noch finden hier. Hallo, Mr. Brain, Mann. Schau dir mal mein Brain an. Ha, ah, ah. Oh, es ging auch. Ho, ho, ho. Au. Au. Ist hier noch jemand, der mir wehtut? Nee. Ich hab schon wieder keine Fackeln mehr. Kohle. Warum habe ich keine Fackeln mehr? Das ist doch. Das ist. Wie schnell so ein oller Stack immer flöten geht dabei. Ich habe länger keine Höhlenerkundungstour mehr gemacht, stelle ich fest. Schienen. Ich glaube, wir kratzen gerade mal an der Oberfläche dieses Gebiets, dieser Gegend hier, diese Tunnelsysteme. Falls sie eine Oberfläche haben, ich weiß es nicht genau. Oh, da ist ein Spinnenweben. Falls ihr dafür seid, dass Minenschächte Oberflächen haben, dann schreibt es in die Kommentare. Hooray! Tja, kann ja sein, dass da jemand Schachtologie-Experte ist und genau sagen kann, wie die Oberfläche denn aussieht. Oder es ist einfach so ein Gefühl. Ja, die haben wohl hier Oberfläche und so. Dann dürft ihr das auch natürlich gerne schreiben. Ach, da ist ein Zombie. Hallo. Aber Truhen gibt es ja auch jetzt nicht unbedingt so hingestreut, als ob hier irgendwie ein Möbeltransporter umgefallen wäre. Der ist nur ein Creepermann. Hallo. Hallo. Hi. Lapis. Sollte ich wahrscheinlich mal mitnehmen. Soll ja. Boah, ist laut hier. Meine Herren. Ist hier irgendwie Weltstühlentag heute oder was? Wo ist denn der Affe? Da ist er. Wahrscheinlich. Hallo, Affe. Da. Oh. Oh, 2 Diamanten und Brot. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Also das Brot. Schön. Schön, schön. Die Diamanten sind natürlich. Oh, die kann man durchaus. Kann man sich durchaus mitnehmen, sag ich mal. Und die Lava ist gefährlich. Lava. Aber das hier so eine. Ich hätte die Truhe, also hier das Kart auch mal mitnehmen sollen. Weil das war schon nett, ne? Dass hier einfach mal so ein Kart mit Truhe in der Gegend steht. Nochmal Lapis. Lapis, Lazuli. Hopp. Hopp. Und Redstone. Tja, trotzdem, so wirklich viel zu entdecken gibt es hier nicht. Es sind relativ wenige Monster, keine Spawner, kein nix bisher. Ich kann aber auch sein, dass ich sehr seltsame Wege hier gehe die ganze Zeit. Aber das schließe ich eigentlich aus. Ich gehe mal sensationell gute Wege hier. Das kann ich denn mir legen, nein. Nein, nein. So, ein bisschen Kohle, der Rest darf Kohle bleiben. Ich möchte ja nicht hier alles unterwerfen.
Ah, das ist ein Enderman. Vielleicht hatte er ja eine Perle für uns. Hallo, Enderman. Na? Na, du hast eine Perle für uns. So, ist das schön. Jetzt müsste ich nur noch in die Nether und da irgendeine Lohe finden. Und das wird... Mal unwahrscheinlich ist vielleicht nicht unwahrscheinlich, aber... Na, mach zu, genau. Ja... Will ich jetzt in die Nether hier? So richtig eigentlich nicht. Also nicht mit Überzeugung. Hier wächst auch Zeugs rum. Was ist denn das? Warum wächst hier in Höhlen unterirdisch einfach mal Grünkrempel rum? Hat es sich verlaufen oder sowas? Das darf ich nicht machen. So. Kamen wir hierher? Wahrscheinlich nicht. Water. Da ist noch mehr Grünkrempel. Und ein Skelett. Hallo. Hi. Na, wie geht's? Das Schwert braucht unbedingt, also Schärfe wäre mal eine coole Sache. Oder irgendwas, was ordentlich Kavirms macht. Und diese Räume, ich meine, diese Räume waren mal eigentlich für eine besondere Art Gegner gedacht. Glaube ich. Habt ihr zumindest irgendwann mal so geschrieben. Falls mir mein Gehirn nicht Streiche durch die Strichung macht. Da sind noch zwei Truhen. Das sind Kürbiskerne, Melonenkerne, Brote. Haha, und sonst nix. Hier die Dinger. Naja, ne? Das kann man einfach mal machen. So eine Truhe ist ja nie weg. So mein Minecart ist auch nie weg. Hier Feuerstein. Was ein Quatsch. Und ich habe die Befürchtung, ich verlaufe mich gleich ganz tierisch. Hier, zack. Das kann man weg. Ha, jetzt renne ich da auch noch rein. Ich töffel. Ich finde das mit den Gebüschen hier eigentlich ganz nett. So, mache ich es so rum. Wie gesagt, ne, soll immer recht sein nach Möglichkeit. Hier ist noch nichts entdeckt. Ha, das ist ein Creeper. Es ist aber ein wenig, also so langsam wird es verwinkelt und verwirrend. Au. Die hauen sich jetzt gegenseitig sehr gut. Weitermachen. Okay, nix. Nö. Ja, doch, die Minen sind schon eine nette Erfindung hier. Ziemlich gemein, aber nett. Ach, der Creeper steht einfach traurig neben, weil ihn niemand hauen möchte. Dann mache ich das eben, kleiner Mann. Ja, ist gut. So, hier, die haben sich echt ordentlich einen abgewetzt hier. Jetzt hat er auch den Creeper angeschossen hier. Der, das ist voll der asoziale Kerl hier. Schießt immer seine Freunde an. Ist hier ein Creeper-Spawner? Gibt's ja nicht. Das wäre nochmal ein gemeines Stück Land schafft. Aber hier ist ein anderer Spawner. Vermutlich Skelettos. Oh ja. Oh ja, ich muss hier rum. Fupp. Hier muss ich rum. Haha, hallo. Hi, na. Ha, gar keine Truhen hier? Oi. Warum ist hier keine Truhe? Hallo, ich hätte gerne Truhe. Wie gesagt, das Texturen-Tourenpack ist noch eine alte Version, deswegen hin und wieder auch ein paar Graphic-Bugs. Leider schon Golderz. Pfeile haben wir 8 Stück. Gut, hier ist aber sonst... Okay, na, natürlich ist hier doch noch was. Das kann ich auch.